Zwei Zimmer, zwei Influencer, zwei kompetente Supporter und zwei Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können. Willkommen zum großen Mach mal mit Obi Room Makeover Duell. Willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Mach mal mit Obi. Ihr hattet ja schon letzte Woche dieses Vergnügen mit El Grande und deren Zimmer-Room-Makeover. Und heute wird es das beste Team. Endlich das Fischzimmer wird heute endlich entstehen. Von es wird eine geile Fischzimmer. Wir sind die Fischerinnen vom Bodensee. Genau, das ist unser Teamname. Die Fischerinnen vom Bodensee. Das ist die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Leiterin. Ihr könnt euch jetzt ins Nebenzimmer. Ihr werdet sowieso nicht gewinnen, von daher ist es egal. Und dann könnt ihr euch das genau anschauen, wie wir mich jetzt hier abschauen. Schaut zu und lernt. Selbstverständlich haben wir uns auch bei der Farbauswahl dieser wunderbaren Wände etwas gedacht. Wir haben hier ein schönes Ozeanblau, das natürlich sehr gut zu unserem Thema die Fischerin vom Bodensee passt. Die Farbe ist das sogenannte, die sogenannte Ruhe des Nordens. Das ist wunderschön. Dieses Etablissement hat eine starke Tiefe und deswegen brauchen wir jetzt ein paar wunderschöne Möbel. Leute, wir brauchen hier noch Möbel rein. Ja, wir brauchen hier etwas Frische. Und deswegen fahren wir jetzt direkt zum Obi und ja, komm lasst mit. Auf jeden Fall ein Abo da, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir machen das Zimmer jetzt hier richtig geil, richtig wild. Das ist hier unser absolutes Traumzimmer. Let's go. Okay, Freunde, wir sind schon vor dem Obi und wir sind ready. Und wir haben nur 10 Minuten Zeit, deswegen, let's go. Oh mein Gott. Okay, ich lauf selber, glaube ich, Digga. Let's go, wir dürfen keine Zeit verlieren. Das holen, ja. Wir brauchen einen Baumstamm, wir brauchen einen Baumstamm. Oh, das sind Birken. So ein Baumstamm, oh Digga, kann man immer krank einbauen. Oh mein, ich glaube, die werden richtig krank kommen. Ich glaube, das kann richtig. Die werden richtig, gefährlich. Okay, jetzt müssen wir ein paar sinnvolle Sachen holen. Oh. Komm, das sieht super aus, das brauchen wir bestimmt. Holz kann man immer gebrauchen. Zusammen ist man immer stärker. Zusammen sind wir stark, mein Lieber. Okay, let's go, weiter geht's. Wir nehmen jetzt hier so Stäbe, und zwar die hier. Ja, mir tun die anderen Shopper echt leid. Also wirklich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, mega, das ist ja ultra cool. Ja. Dieser Frieden und auf einmal so, ey Leute, ja, wir sind so, oh, ja. Nicht die, nicht die, nicht die. Die. Aber vertraue, die wird krank kommen. Okay, die wird krank kommen, sagst du also. Die macht viel Licht. Das ist es, genau die. Das war ist es. Also irgendwie sehen unsere Sachen lost aus, die wir geholt haben. Ich bin ein Feger. Oh nein. Das soll jetzt diese Mega-Idee sein mit der Vase. Vertrau, du wirst am Ende des Tages noch überrascht davon sein. Aber zu einem guten Zimmer gehört natürlich eine wunderschöne Schlafstätte. Und deswegen holen wir uns jetzt ein richtig cooles Bett. Eine Schlafstätte? Schlafstätte. Eine Schlafstätte, auch genannt Bett. Ja. Es wird noch immer einige Special Features da sein. Ich würde sagen, das holen wir. Let's go. Ja, hab ich dir das gesagt? Wir haben hier ein riesiges Hochbett für zwei Personen. Habe ich dir nicht gesagt, ich werde dir was Cooles aus diesen Brettern machen? Du hattest keine Vision, aber jetzt ist es einfach nur da, vor dir. Und schau dir das mal an. Hier ist auch eine Kletterwand, die ist richtig wild. Ja, coole Kletterwand an der Stelle. Ja, da fehlen noch ein paar. Da müssen wir noch ein paar Dinge ranschrauben. Oh, die Fischerinnen! Oh, Freunde, jetzt machen wir noch einen Gewinde rein, damit das auch schön hält nachher. Ah, meine Ohren. Oh. Wir bauen eine eigene Kletterwand, Leute. Wie cool ist das bitte? Also ich wollte schon immer mal ein. Ich wollte auch immer so ein Bett mit einer Rutsche haben, aber ein Bett mit einer Kletterwand ist halt auch schon wild, ne? Ich halte einfach dagegen. Let's go. Ja, yalla. Teamwork makes the dream work. Oh ja, geil. Die Wand steht und ich würde sagen, wir machen einen Test. Oh mein Gott, das funktioniert blendend. Nee. Siehst du bis zum Bodensee, Moritz? Ich sehe bis zum Bodensee, Finn. Es ist wunderschön Juche, hier oben. Juche. Also wirklich, sowas ist schon sehr cool fürs Zimmer. Aber ich hoffe, ich komme jetzt auch leben. Also wenn man das als Kind hat, dann schon Luxus. Ah. Wir gewinnen trotzdem. Auch wenn sie eine Kletterwand haben, wir gewinnen. Wir hatten Mochis, wir hatten coole Figuren, wir hatten Anime-Bilder. Ah, geil. Okay, was hast du da? Ich habe hier ein Bohrer und hier ein Getränkebehälter. Das schraube ich jetzt erstmal um. Oh, ein Getränkebehälter neben dem Bett. Boah, das ist so schlau. Ui, Memo. Ich habe mir immer gedacht, ich brauche einen Getränkehalter neben meinem Bett. Okay, ja. Freunde, ich würde sagen, ja, das Bett wird natürlich kein Bett, wenn es keine Bettplatte hat. Also wir müssen ja schon noch einen Nattenrost reinmachen, ne? Aber vorher testen wir das Ganze mal, würde ich sagen. Wunderbar, wunderbar, meine Freunde. Ich würde sagen, Team Fischerin hat gewonnen. Auf Nein. gar keinen Fall. Nein. El Grande hat gewonnen. Ich möchte mal kommentiert El Grande. So, das müssen wir zusammen installieren. Ich habe das noch nie gemacht. So. Oh.
Oh. Und das Netz ist jetzt dann zum Schutz da, dass sie nicht rausfallen oder was? Zum Schutz anderer Menschen, ja. Oh, wie! Ein Wunder! Kommt doch direkt eine Matratze rein. Ist das wunderschön. Einfach, keine Ahnung, aus dem Nichts. Oh mein Gott, Decke. Aus dem Nichts kommt auch noch eine Decke. Ist ja direkt gemütlich hier. Oh, die Farbe ist auch wirklich exquisit gewählt. Wir haben jetzt hier Farbe, die im Dunkeln leuchtet, damit wir so ein bisschen so ein paar... Ja, ich gebe komplett auf. Was denn? Kletterwand, Farbe, die im Dunkeln leuchtet. Ach so, die leuchtet im Dunkeln? Ja, Lina, ja. Ich habe gerade kurz nicht zugehört. Ach so? Ja. Oh, okay, ich setze jetzt den ersten Stern. Also man sieht nachher die Farbe nicht, das darf man nicht vergessen. Ja. Also die Farbe wird nachher unsichtbar. Gib noch nicht auf. Es könnte sein, dass es nur leuchtet ihre zwei im einzigen Dunkeln. Guten Features. Das Einzige, was gar keinen Sinn macht, ist die Leiter. Aber es leuchtet im Dunkeln. Gib doch nicht so auf. Ein bisschen hier ranspritzen. Da muss ich jetzt aber leider den künstlerischen Aspekt etwas... Die haben jetzt so einen riesigen Fleck da auf der Wand. Was machen die denn? Was soll das denn? So, hier haben wir ein wunderschönes Regal. Aber dieses Regal hat eine Besonderheit. Und zwar hat es einfach ein Tor. Wow! Und man kann dieses Regal zweierlei benutzen. Und zwar einmal als Tor, wie gesagt, und als Regal. Heißt, man kann sogar heimlich ein bisschen Fußball spielen das wollt. Tor an die Wand stellen und dann hat man nur ein Regal und wenn man gerade Fußball spielen will, dann kann man es einfach wieder umdrehen. Eine Sache gibt es nämlich, die weißt du nämlich noch nicht über dieses Regal. Das glaube ich jetzt nicht. Folgendes. Wow! Und weißt du was? Ich kann zaubern. Wünsch dir eine Farbe. Rot. Wow. Dann? So, noch haben wir ein Fußballtor. Wo aus dem Nichts auf einmal ein Fußball reinfliegt, wow! Und in der nächsten Sekunde haben wir einfach versteckt, zack, zack, umdrehen, ein Regal. Aber das ist doch doof. Ich meine, du hast doch Dinge drinnen. Wir wollen ja nach Fußball spielen. Und dann drehst du es die ganze Zeit. Fliegt alles wieder raus. Das ist echt keine gute Idee. Du kickst also gegen dein Regal, ja, und alles fällt alles raus. Von der anderen Seite es fällt runter. Das macht runter. Gar keinen Sinn. Da, da, da. Unser nächstes Gadget kommt und das ist wieder mal wilder als wild. Ah, so, denn wir haben nämlich jetzt einen Schreibtisch, aber natürlich nicht ein normaler Schreibtisch, ist ja klar, sondern ein Zockerschreibtisch. Und zwar ein Secret-Zockerschreibtisch. Der wird nämlich, wenn er aufgeht, zu einem Gaming-Tisch. Dass man so, oh mein Gott. So, pass auf, wir machen jetzt hier einfach mal hier so einen schönen Fernseher. Das ist schon gut, muss ich sagen. Aber wie die einiges umsetzen, ist schon fraglich. Also. Ja. So, dann fällt unser Bildschirm auch nicht ab. Wird es jetzt ein Secret-Schreibtisch? Yes! Oh. Noch ist ein Schreibtisch und so schnell wird es ein Zockerschreibtisch. Du hast ja halt auch die Möglichkeit, jetzt angenommen, deine Eltern kommen in dein Zimmer rein. Ja, und du sollst eigentlich Hausaufgaben machen. Ja, genau. Das ist schon cool. Das ist schon ein cooler Tisch, muss ich sagen. In jedem coolen Zimmer sollte eine Couch sein und deswegen haben wir natürlich auch eine Couch. Natürlich, man braucht auch einen gemütlichen Platz zum Sitzen. Aber wir würden ja nicht einfach nur eine Couch machen, wir natürlich noch eine schöne Ablage direkt auch dazu designen. Irgendwie mag ich das farblich nicht, das Zimmer allgemein. Ja, das ist... Ich finde es aber toll, dass wir so als Team zusammenarbeiten, dass wir uns so gegenseitig unterstützen bei dem, was wir tun. Wir haben noch nie gestritten in diesem Projekt. Wir haben wirklich noch nie gestritten. Danke dafür, Moritz! Es reicht! Nie. Das nächste Gadget sieht etwas unscheinbar aus, aber es ist ein richtig wildes Tool, denn wir haben hier ein Geheimversteck für unser Zimmer. Wir müssen einfach nur mit dem Stift hier reingehen und pass auf, was da passiert. Wenn ich den Stift jetzt hier reinstecke, dann zack, ihr habt noch so eine kleine geheime Box. Und da könnt ihr zum Beispiel, keine Ahnung, euer Handy reinlegen, macht es wieder zu, zack. Und das Ding ist versteckt. Und jetzt erkläre ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt eine ganz genaue Anleitung auch noch auf obi.de/machmal. Aber ich erkläre euch ganz grob, wie das funktioniert. Das mit dem Geheimversteck ist schon auch cool. Boxen findet ihr auch im Obi-Markt. Kauft euch die und macht euch diese Scharniere hier ab. So, ab ist das Ding. Dann sehen die Boxen nämlich so aus. Die haben dann keine Scharniere mehr. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Und zwar, dann werden wir nämlich einen Deckel von einer Box hier daneben legen. Die andere Box hier drauf tun. Und dann hier den Deckel von der anderen Box drauflegen. Und dann einfach nur, damit es auch so top secret hier ist, einmal komplett eine wunderschöne Verschalung drum bauen. Zack. Und dann müssen wir das Ganze natürlich zusammenschrauben. Wenn ihr es darüber machen wollt, einfach obd/machmal und dann habt ihr auch so eine coole Secret Box. Und weiter geht's. Ach Freunde, das sieht mal wieder aus wie ein normaler Teppich. Aber was denkt ihr denn von uns? Natürlich machen wir keinen normalen Teppich, sondern wir haben ein Fußballfeld auf der anderen Seite. Ein Rasen. Und keine Ahnung, was ich von diesem Fußballfeld halten soll. Ich fand den normalen Teppich ein bisschen schöner. Traum, ne? Du weißt, wie das geht. Du bist Fußballprofi. Natürlich. Mutti, Mutti, komm! Mutti, Mutti! Mutti, komm! Zockecke musst du. Zockecke.
Was? Nein, hier hat doch keiner Fußball gespielt und nebenbei gezockt. Wir haben hier gerade gelernt für die Schule. Ach, noch deine Wälder? Ja, nur für die Schule gelernt. Freunde, es ist endlich fertig, dieses Mega-Zimmer. Ihr habt ja schon einige Features gesehen, dann guckt euch das an, wie cool das ist. Auch außerdem hier mit dieser Lichterkette, wir haben so viel Deko hinzugefügt. Leute, es ist jetzt Zeit. Ihr müsst alle in die Kommentare gehen und ein Fisch-Emoji kommentieren. Bitte. Bitte zeig uns den Schreibtisch. Ach, also der Schreibtisch ist ein normaler Schreibtisch. Warte mal. Erstmal müssen wir kurz hier das. Das, was du ich wolltest. Habe dir gesagt, vertrau. Und es, du musst zugeben, es sieht schon gut aus. Gib zu. Vertraut, das ist toll. Ich würde sagen, die Verlierer können sich jetzt auch hier mal das anschauen. Ne? Kommt doch mal her, traut ihr euch? Ja, oh, Gäste, haben natürlich sofort Chips. Oh. Also ich muss schon sagen, das ist cool. Ja. Das ist cool. Die Kletterwand ist cool. Ja, ich weiß. Aber was ist das? Ich würde sagen, wir lenken ein wenig ab hier auf diese wunderschöne Kletterwand, die man einfach aufmachen kann, wenn man möchte. Wie kann man auf? Ja, natürlich kann man die aufmachen. Dann hat man nämlich hier noch einen Kleiderschrank, wo man hier seine Tacker zum Beispiel, wenn man mal einen Tacker braucht. Ganz normal. Das ist so ein Kleiderschrank. Ja, hier zum Beispiel. Nein, das ist natürlich nur eine Garderobe zum Aufhängen der Sachen. Ihr habt doch jetzt da Möbel, so Bücher und alles Mögliche dahin. Ja. Was passiert, wenn ich mit voller Kanne dagegen kann? Ja, du musst probier's ja gerne aus. Probier's gerne aus. Bitte. Zu meiner Verteidigung, ich habe noch nie wirklich Fußball gespielt. Nein. Sind für El Grande in die Kommentare. So wirklich, ist unser es Team. Fisch-Kommentare in die Kommentare, Leute. Nein. Emojis-Kommentare für El Grande. Einmal der Kameramann bitte zeigen. Das muss gezeigt werden in die Kommentare. Freunde, ich würde sagen, ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Mal das erste Mal gewinnen sollten. Das wäre wirklich einfach nur eine unglaubliche Freude. Ja, wir haben so viel Arbeit und Lebensenergie in das Projekt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, meine Freunde, und schaltet auf jeden Fall nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt, mach mal mit Obi! Yeah.